Hallo YouTube. Hier sitze ich nun. Heute ist Samstag. Ich bin hier in der neuen Wohnung, in die Annika und ich jetzt einziehen werden demnächst. Das heißt demnächst eigentlich schon recht bald, weil heute kamen nämlich die Möbel, die ihr hier im Hintergrund sehen könnt vielleicht. Ich kann mal gucken. Seht ihr das? So. Die Möbel wurden uns von einem bekannten schwedischen Möbelhaus geliefert, vor ungefähr einer Viertelstunde oder einer halben Stunde. Das war schon Termin Nummer 2, weil die nämlich beim letzten Termin, den sie angesetzt hatten, wo sie kommen wollten, eine halbe Stunde zu spät da waren. Da war keiner mehr hier von uns. Das fand der Herr Möbelmann heute gar nicht so witzig. Naja, aber ich habe ihm gesagt, dass wir da waren bis zu dem Zeitpunkt, den sie uns gesagt haben. Und dann halt nicht mehr. Das ist dann aber deren Problem, wenn die sich nicht an die Zeiten halten können. Naja, heute war er da, war in der Zeit. Er fand ziemlich zum Kotzen, dass wir im dritten Obergeschoss wohnen. Wobei, dass er auf dem Auftrag stand, dass er wusste, dass er hat mich gefragt, wo muss das hin? Ich sagte, nach ganz oben. Und da hatte er fast einen Kotzkrampf gekriegt. Also, das war ein eher unfreundlicher Mensch. Nun ja. Jedenfalls, jetzt sind die Möbel da. Montag kommt dann hoffentlich der Monteur. Der war letztes Mal auch schon da zum Termin, aber da waren halt die Möbel nicht da. Deshalb gehe ich davon aus, dass der Monteur pünktlich sein wird und auch kommen wird. Der klang auch ganz nett, mit dem habe ich telefoniert vorhin. Und jetzt fahre ich gleich noch in die Stadt, nach Essen rein. Es regnet leider, aber Annika und ich wollen noch ein bisschen was besorgen. Und dann, wenn wir dann alles besorgt haben, was wir besorgen wollen, wollen wir noch was trinken gehen und was essen vielleicht. Und uns einfach darüber freuen, dass es jetzt so wirklich losgeht. Wir haben gestern schon ein ganz, ganz langes Video gemacht, in dem ihr mal alle Räume sehen könnt, also bei Tageslicht und mit den neuen Lampen, die wir jetzt bekommen haben und die hängen. Aber das war zu lang für YouTube, sodass das jetzt leider ungesehen auf unserem Notebooks schlummern muss. Aber wir machen heute Abend quasi nochmal Take 2. Und dann holen wir das nach, dann zeigen wir euch die Lampen und alles und das ist dann okay. Gibt es sonst noch was zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Nö. Ich hoffe, das sind alle. Ich weiß es auch gar nicht, ob das jetzt alle sind oder ob die noch die Hälfte auf dem Wagen vergessen haben. Oder ob die sich jetzt ihre Wohnung damit ausstatten. Wir werden sehen. Wir müssen nachher mal gucken, ob das alles ist und dann müssen wir dann mal anrufen. Naja, dann mache ich jetzt erstmal Schluss. Ich muss mich jetzt fertig machen, damit ich rechtzeitig bin und meinen Bus kriege in die Stadt. Ja, und dann haben wir bald wieder voneinander. Macht's gut!